GTA-RP. Die Abkürzung RP steht für Roleplay, zu Deutsch also Rollenspiel. Du erstellst dir eine selbsterdachte Persönlichkeit in Los Santos und spielst sie so realistisch wie nur möglich. Dieser Artikel ist tatsächlich von Vodafone.de. Es gibt jedoch Menschen auf dieser Welt, die es leider nicht schaffen, Realität und Fiktion auseinanderzuhalten, sodass diese beiden Dinge schlussendlich in ihren Köpfen verschmelzen. Als Toter noch reden, Digga. Was ist denn hier? Ich kann ein Toter reden. Digga, meine Augen drin, Digga. Arsch. Och ja, beruhig dich. Das war mein Vater. Nein, ihr dummen Hurensöhne. Verreck deine Mutter, du dummer Bastard. Ihr steht nicht mit im Gewerbeschein. Lea, merk dir eins. Nein, das reicht! Und dann gibt es da natürlich noch die Trolle, Streamer und gierige Serverbesitzer, denen alles einfach nur scheißegal ist, die ihren persönlichen Spielspaß über alles andere stellen, selbstverständlich, in den meisten Fällen zumindest, massiv finanziell von der ganzen Situation profitieren, Martini schlürfend Urlaub machen, mit ihren Sportkarren durch die City cruisen. Lamborghini-Video, ihr habt euch das Auto-Video gewünscht. Ich habe ein R8 gekauft, in der Tat. Wir sitzen hier im M4 Competition, im Phoenix-Geld. Was ist der M4 Competition? Brand sei Dank, Ausrufezeichen Brand. Spaß, den M4 gibt's ja gar nicht mehr, den musste er ja verkaufen. Während die gefangenen Seelen weiterhin versuchen, monatelang in einem fiktiven Online-Rollenspiel Geld zusammenzusparen, um sich ihr Traumauto wenigstens virtuell leisten zu können. Also darüber macht man sich nicht lustig. Das ist mein Haus, du Idiot! Ach, lass mich los! Maul jetzt! Das interessiert mich nicht, wo wir hier sind, verdammte Scheiße! Ich krieg hier noch mal gleich einen Herzinfarkt, Junge! 5M, released am 23. Mai 2015, stellte ähnlich wie SAMP, S-A-M-P, für GTA San Andreas erstmals für GTA 5 eine Art Alternativ-Multiplayer-Plattform der breiten Masse zur Verfügung. Ich bin besser! Nein, ich bin besser! Aber ich bin stärker! Halt die Fresse, du dummer Hund! Endlich konnten ganz gewöhnliche Menschen, so wie du oder ich, ihre eigenen GTA 5-Server erstellen. Und was soll ich sagen? 2015 war die Welt noch in Ordnung. Der schlaue Mensch hat Bitcoin für knapp 300 Euro gekauft. Es gab noch keine wilden Gorilla-Internet-Rentner, die sofort wie ein Wilder auf dich zugelaufen sind. Sobald du es auch nur gewagt hast, einmal in der Nähe seiner Ingame-Frau einen einzigen Luftzug zu nehmen. Das ist meine Frau, geh weg! Der Herr, können Sie mal bitte wegbleiben. So, jetzt verpiss dich hier. Ja, wach doch! Mein Gott, lass mich in Ruhe! Kurz, Schatz, lass es doch jetzt, lass es! Hast du keine Ehre im Kopf oder was? Beruhigen Sie sich mal ein bisschen. Ich glaube, ich spinne hier. Ey, wo sind wir denn? Im Kindergarten oder was? Lass es! Beruhigen Sie sich mal ein bisschen, okay? Ich will Sie nur kennenlernen, weil... Du kleiner dreckiger Nuttenbengel, Alter. Ich finde dich. Ich finde dich, du Scheißvogel, Alter. Ich glaube, ihr jetziger... Ich bin freundlich grüßen, Rentner-RP. Hallo. Beruhigen Sie sich bitte und geben Sie die Stimme an Ihre Frau. Stellt euch mal vor, dieser nette alte Mann erzählt diese Festnehmgeschichte in GTA-RP jetzt komplett anders und erzählt anderen Leuten Dinge, die er sich selber ausgedacht hat, um diese Situation so hart zu verschlimmern, dass man mich eigentlich nur hassen kann. Ach ja, das hat er ja tatsächlich getan. Ich kann dir jetzt aber schon sagen, meine Frau wird nicht reinkommen. Sie hat Angst vor Streamern, die sowas machen wie du, alleine durch. Wir waren früher auf Majestic und Cisco hat sie so dermaßen psychisch fertig gemacht, dass sie seitdem Streamer, die irgendwie Troll-Videos machen, hasst. Die lag danach sogar im Krankenhaus. Die war psychisch komplett im Fuck danach. Cisco hat deine Frau ins Krankenhaus gebracht? Ja. Was hat denn Cisco mit deiner Frau gemacht, Digga? Ja, du kennst das Cisco, seine Aussprachen gegenüber von. Da war so ein Wort bei wie blutpissende Tempelhut. Warte mal ganz kurz, ich schreib mir das mal auf. Das Video hierzu könnt ihr euch gerne selber angucken, damit ihr seht, dass nicht einmal ich kreativ genug bin, um diese Wörter zu kombinieren, um daraus eine Beleidigung zu formen. Oha, was ist das, ein LaFerrari? Oha, was ist das für ein Auto? Oha, da ist ja wieder ein Ferrari. Wie bitte, was hat der alte Mann da gesagt? Der alte Mann. Ich hab hier nur eine große Schnauze hier, mein Freund. Alter Mann! Digga, du sollst deine dumme Schnauze halten, dich jetzt hier verpissen. Dreckiger Nuttenbengel, Alter. Ich finde dich. Ich finde dich, du Scheißvogel, Alter. Die Server waren eigentlich noch alle free to play, also es gab nichts zu kaufen. Punkt. Und die Leute haben einfach nur ganz blauäugig das GTA-Rollenspiel genossen. Aber ihr könnt euch denken, wo die Reise relativ schnell hinging. Whiskey, Corleone, Sydney.
Zunächst einmal, ich habe kein Problem damit, wenn jemand gelegentlich mal ein bisschen Geld für ein Online-Spiel ausgibt. Vor allem, wenn da wirklich ein großes Serverteam dahinter steckt, die sich wirklich selber Mühe geben, eigene Skripts zu schreiben. Wenn du noch immer nach einem guten RP-Server suchst, dann komm jetzt gerne vorbei, denn wir haben nun... keine Einweise. Custom-Skripts. Es geht hier nicht darum, dass sich der arme Heinz Gustav eine Art Fastpass kauft. Der Server ist voll, er möchte abends spielen, er gibt 10 Euro aus, dann wird ein Spieler gekickt, er darf rauf, er kann spielen, alles cool. Auch 5 Euro oder 10 Euro für, sagen wir mal, ein Importauto seien noch okay. Wenn das Ganze auch ordentlich hinter den Kulissen abläuft, wenn das Geld versteuert wird, wenn es ein Gewerbe gibt. Es ist unglaublich, dass dort draußen immer noch Server-Owner existieren. Nee, aber das sind ja Server-Spenden, die sind ja freiwillig, die muss man nicht versteuern, denn das ist ja eine freiwillige Spende. Es gibt leider keine steuerfreien Donations. Trinkgelder, Donations, Spenden oder wie man sie einfach nennen will. Einkommensteuerpflichtig. Und das Problem hierbei ist einfach, dass 98% der 5M-Server kein Gewerbe angemeldet haben. Die nehmen euer Geld, es wird nichts versteuert, es gibt weder Rechnung noch Nachweis noch irgendetwas. Am besten wird die Transaktion auch noch über Paysafe-Karten, über einen Discord-Ticket-Chat vollzogen. Damit man auch ja nichts nachverfolgen kann. Und dann ist das Geld weg. In 99% der Fälle geht der Server dann einige Monate später down und euer Geld ist weg. Oder ihr beleidigt einen Supporter und euer Geld ist weg. Oder ihr seid mit einer Entscheidung des Server-Owners nicht einverstanden. Und euer Geld ist weg. Nur um euch mal ein paar Beispiele zu nennen, wie das Ganze auf GTA-RP-Servern gerade komplett ausufert. Corleone City, Auto, erste Klasse Schlüssel, 35 Euro. Auto, zweite Klasse Schlüssel, 70 Euro. Auto, dritte Klasse Schlüssel, 105 Euro. Bike, Klasse 1 Schlüssel, 80 Euro. Ein Bundle-Schlüssel für 90 Euro. Ja, und dann gibt's noch den Hall of Fame-Schlüssel für 226 Euro. Ganz spezielle Server wie Masora V2 haben sogar extra einen separaten Spenden-Discord aufgemacht, auf dem man dann diese wirklich sehr niedrigpreisigen Ränge kaufen kann. Aber das ist eigentlich gar nicht das Schlimmste daran. Das Schlimme ist, wenn man einmal auf Info klickt. Denn der Owner sagt hier einfach, ich scheiß auf deutsches Recht, ich mache hier meine eigenen Gesetze. Und klatscht da jedem Donator wirklich so eine Wall of Text hin. Spenden sehen wir als Unterstützung und als Geschenk. Deshalb gibt es keine Rückerstattung. Wir werden keinerlei Gelder wieder rausgeben. Aber das Geilste kommt jetzt erst. Es können keine Drohungen mit einem Anwalt nach dem 241 Bedrohung des StGBs ausgerufen werden. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Also das wäre halt Real Talk voll lustig, wenn irgendjemand sich in den Support mogeln würde und da mal ein bisschen rumfragt, ob das überhaupt legal ist, was der da macht. Du bist stellvertretende Projektleitung, ne? Ja, richtig. Guck mal, ich hab eine kleine Frage, ja? Mhm. Ihr habt ja einen Shop. Wir haben einen Shop, ja. Den habt ihr den über eine Seite oder ihr habt den nur über den Discord, ne? Nur über den Discord, genau. Okay, weil, also die Frage ist halt, wer leitet das Gewerbe? Also das weiß ich nicht, da bin ich auch gar nicht drin, also. Da müsstest du mit Pascha oder so reden. Aber der hat safe ein Gewerbe, weil, also... Da ist halt nichts im Shop, da ist halt nichts im Discord oder so. Genau, ich weiß, das Impressum, darum kümmern wir uns noch. Sonst wo nutzen wir halt die Einnahmen auch so für den Server, genau. Hast du die Regeln mal gelesen, die da stehen in dem Unterstützer-Discord? Ich weiß, was da steht, ja. Ich hab da selber nur die Member-Rolle. Da hab ich das schon lange geändert. Also, ich gehe mal davon aus, er hat wahrscheinlich kein Gewerbe. Denke ich auch nicht, ne. Okay. Hallo? Wie kann ich dir heute helfen? Hamudi! Ja? Hast du mal kurz Bock so für ein... Also kannst du mich mal runtermoven mit dir? Ich hab eine Frage. Du bist ja, Projektleiter, ne? Du weißt ja alles eigentlich so. Ihr habt ja einen Shop. Ja. Weil ich konnte jetzt weder, also jetzt nicht auf Discord oder im Tibex Store, eine Steuernummer finden oder halt irgendwie einen Inhaber oder eine Gewerbenummer oder irgendwas. Was wir nehmen, geht direkt ins Server rein. Ja, ja, klar. Das glaube ich schon. Das ist ja alles gut. Wunderschön, wie kann ich weiterhelfen? Hallo, liebe Freunde, was geht ab? Ich habe eine wichtige Frage. Dann schieß los. Kannst du mir sagen, ob in dem T-Bag-Store irgendwie Name steht, so Gewerbeinhaber oder Steuernummer oder irgendwas? Hm. Warte mal. Weißt du, ob der Server ein Gewerbe hat, so?
Hat der Owner schon mal etwas erwähnt von Gewerbe, so rum, ja? Oder von Steuern? Nö. Hallo? Moin, ich habe eine Frage. Gibt's für den Shop eine Steuernummer oder einen Gewerbeschein? Hat der Owner ein Gewerbe? Inwiefern? Meinst du jetzt aufs Spiel bezogen, oder? Nee, für den Server. Ich habe mir den Shop so noch nie angeguckt, sag ich dir ehrlich. Ohne Scheiß, ich kaufe auch nichts. Aber als Teammitglied, dann muss man ja schon mal was gehört haben, ob der Owner ein Gewerbe hat oder nicht. Ich hab diese Frage nie gestellt. Man kriegt das ja eigentlich so mit, ob der überhaupt Steuern zahlt, ne? Das Thema hat mich nie interessiert. Ich verstehe. Am besten machst du ein Ticket auf und dann kann ich die Projektleitung gerne dazu pingen und dann würde dir das vielleicht erläutern, oder? Ja, meinst du, ich krieg eine Antwort auf das Ticket, wenn ich eins schreibe? Will ich dir nicht zu viel versprechen. Ciao. So viel also zu dem Thema Ingame-Käufe und Steuern. Aber was, wenn ich euch sage, dass es einen noch viel tieferen Eisberg gibt? Einen Eisberg so schlimm und tief, dass selbst ein U-Boot voller Milliardäre dort nicht wohlbehalten hinkommen würde. Der war nicht lustig. Entschuldigung. Was passiert wohl, wenn es im Internet einen Ort gibt, der völlig unreguliert Minderjährige zu einem großen Prozentteil sogar weibliche minderjährige Individuen anlocken würde? Ja, leider ja. Ich rede genau davon. Ich weiß genau, was ihr euch jetzt denkt. So schlimm kann das Ganze doch gar nicht sein. Das ist ja RP. Wirklich? Dann lasst mich euch mal hier ein paar Ausschnitte von YouTube-Kollegen zusammentragen. Und muss das RP-Lizard spielen, dass du RP-Bilder hast? Aber was soll ich dann ein Nacktfoto von mir machen, oder was ist hier? Ja, RP-Lizard ist es ja kein Problem, aber nicht von irgendwelchen Seiten. Das kennst doch schon wirklich, dass da ein bisschen zu krank wird, oder nicht? Dass die jetzt da Fessel... Und da Beispiel den Wolfgang holen und der soll dann IC6 mit der haben und ich soll da das fotografieren. Das ist alles RP-lich, das kann man alles RP-lich aussperren. Versteht, also ich nehm's als Witz, aber meinst du das ernst? Du also kannst ich dürfte das wirklich machen? Du kannst das RP-lich ausspielen, ja. Ich dürfte die jetzt hart genommen einfach vergewaltigen, IC? Warum nicht? Kannst du machen. Ich dürfte die. Also die kannst du begehen, wenn die dich aber den Anzeigen tust, ist dann PD-Sache, da dann zu erforschen. Meinst du das ernst? Wenn ihr die, ja, na klar, warum nicht? Der Server ist halt nicht ab 18, das heißt, du hast sie auch Minderjährige drauf. Und die dürfen dann auch Vergewaltigungs-RP mitsehen, mitmachen? Ja klar, warum nicht? Das Ding ist... Was? Halt, ey, was ist das für ein kranker Server, ist, Digga? Ja, okay, also ihr seid ja recht offen, ne? Ja. Ich will das jetzt immer nicht machen, so. Aber ich dürfte die damals, also das ist im Regelwerk auch so, kennzeichnen, ich dürfte jetzt die Dame vergewaltigen und ich dürfte auf diesem Server auch Minderjährige vergewaltigen. Ist das richtig oder irgendwie, oder ist das was anderes jetzt hier? Ja, ja. Ah, jetzt steht, dass die Vergewaltigung und sexuelle Belästigung ist eine Straftat. Das okay, aber, sie kriegt jetzt keinen Warn oder einen Bann oder nein. Um ehrlich zu sein, fehlen mir ab hier die Worte. Wir müssen uns im Kopf behalten, dass das die stellvertretende Projektleitung ist und genau dieser Hurensohn will mir noch sagen, dass das Rollenspiel ist. Wir wollen ja alle Spaß haben und daraus kann man richtig gut Spaß haben? Das ist kein Spaß. Aber wenn jetzt jemand da 14 ist, dann dürfte ich pädophil sein, oder? Ja, es ist halt schwieriges Thema. Halt die Presse! Ach, das reicht euch noch nicht? Hier ist noch was. Wie alt bist du nochmal? Naja, 35. Und wie alt ist sie? 20. Na, ist doch okay. Aber seit wann seid ihr zusammen? Eine Ewigkeit. Echt? Na, eine Ewigkeit von 10 Jahren, 5 Jahren. Darüber möchte ich eigentlich nicht reden. Du pädophiler Hund! Ja, jetzt halt mal der Maul, du hässlicher Talker, Junge. Ist dich einfach verstanden. Hältst du das hoch, trägst du so eine deftige Klage und eine Anzeige, dass du deinen YouTube-Account alles löschen kannst. Money? Ich werde dich so vors Gericht ziehen, dass du dein Leben lang nur noch Scheiße fressen musst. Weil ein Recht auf meinen Ton und Bild. So. Verwendest du die... Kann ich dich verklagen? Ja gut, in dem Beispiel war die Dame 20 und der Projektleiter 35. Allerdings meinte er ja, wir sind schon seit einer Ewigkeit zusammen. Was ist eine Ewigkeit? 5 Jahre? 7 Jahre? 8 Jahre? 10 Jahre? Schwierig, wenn sie gerade erst 20 ist. Und jetzt noch einmal das beste Beispiel von diesem Problem. Und ja, das gibt es wirklich mehrmals auf unfassbar vielen GTA-RP-Servern. Es ist schlimm. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 41 und du? 13, bald 14. Fühlst du dich einsam zu Hause? Ja, ich fühle mich sehr einsam zu Hause. Ich fühle mich sehr einsam zu Hause. Wieso fragst du, willst du mir Gesellschaft leisten? Wieso fragst du, willst du mir Gesellschaft leisten? Ja. Hättest du denn auch Interesse? Hättest du denn auch Interesse? Warum nicht? Hast du Haustiere? Mehr Bilder von dir? Ich habe nur Freizügige, also wo man ein bisschen mehr sieht. Ich habe nur Freizügige, wo man ein bisschen mehr sieht. Okay. Willst du welche? Willst du welche? Wenn du magst. Schickst du mir dann aber auch was Schönes? Schickst du mir aber dann auch was Schönes? Wenn du magst, gerne. Was darf ich denn sehen? Was darf ich denn sehen? Das, was du sehen möchtest. Ich würde gerne dein... Sag jetzt, ich würde gerne dein sehen. Ich würde gerne dein
14. Ah, darfst du. Ich verstehe gar nicht, warum er das macht, Mann. Der hat sogar selber eine Tochter, die 14 ist. Ich bin ja rein theoretisch jünger als seine eigene Tochter. Das ist ja voll schwachsinnig. Ich muss mal kurz auf Handy suchen, ist schon eine Weile her. Achso, du hast sowas schon mal verschickt? Achso, du hast sogar schon mal verschickt? Ja, aber das ist schon, echt schon lange her. Ich glaube, die war nicht so jung. Na du Sohn, schämst du dich nicht im Internet? Hm? Erzähl mir, was machst du denn? Komm, schieß mal los, ich höre dir zu. Ey, du hast eine 14-jährige Tochter, erzähl mir, was machst du hier? Erzähl mir mal, was du hier machst. Ja, was machst du hier? Komm, sag mal. Wie alt sind wir? 13. Wie alt bist du? 42. Ich hab deine Identität, ich hab alles von dir. Das ist eine Straftat, was du da gemacht hast. Du bist am Arsch. Wenn ich mit dir fertig bin, du wirst dich nie wieder trauen, im Internet irgendwas zu machen, sag ich dir ganz ehrlich. Du hast eine 14-jährige Tochter, Alter, schämst du dich nicht? Nein. Nie nein! Nein. Du bist krank. Du dreckiger. Wie absolut ekelhaft ist das eigentlich? Uns ist ja allen klar, dass GTA RP ein Spiel ist, was verhältnismäßig gesehen zu anderen Spielen einen relativ hohen weiblichen Spieleranteil hat. Stellt euch einfach mal vor, da ist eine 13-Jährige, die GTA RP spielt auf irgendeinem dreckigen 5M-Server und dann ist da so ein 40-jähriger Projektleiter, der meint, sich über Discord an seine Spielerin ranzumachen und dann sogar sagen würde, ja, Sex mit dir, ja, da hätte ich kein Problem mit. Also, mein Gehirn. Was kann man also abschließend zu GTA RP sagen? Es ist leider ein Loch wie kein zweites in der Gaming-Branche geworden. Neben den ganz offensichtlichen Sachen wie Pädophilie, Steuerhinterziehung, Betrug und das Simpen. Falls ihr nicht wisst, was das bedeutet, googelt es einfach. Gibt es sicherlich noch jede Menge anderer Dinge, die ich hier aus Zeitgründen einfach nicht angesprochen habe. Falls ihr diese ergänzen wollt, dann bitte in den Kommentaren. Für so Leute wie mich ist das ganze Drecksloch natürlich ein gefundenes Fressen geworden. Du gehst zu einer Frau im RP hin, fragst sie, ob sie Single ist und schon hast du einen wütenden Ehemann neben dir stehen, der dich aufs Extremste beleidigt. Du bist echt ein Arschloch. Du bist der letzte Arschloch, der auf der Internet gibt. Du Arschgesicht. Maul, du Penner. Pass auf, der arschgefickte Ziege. Weil du kleiner dreckiger Nudenbengel, Alter. Ich finde dich. Ich finde dich, du Scheißvogel, Alter. Ja. Genau so verdiene ich meine Brötchen. Dieses Video hier hat länger gebraucht, als es hätte brauchen sollen. Also wäre cool, wenn ihr dem ganzen Bums hier einen Daumen nach oben geben könntet, falls ihr mehr Videos in so einer Art sehen wollt. Danke fürs Zuschauen.